Also erstmal herzlich willkommen und ich heiße Kulanandi. Und mein Vortrag handelt sich um einen buddhistischen Text, das Dhammapada. Und als wir diese Serie von Vorträgen buddhistische Texte am Ende letztes Jahr geplant haben, hat Dharma Deepa, das ist auch ein Ordensmitglied, er hat mich gefragt, worüber möchtest du reden, Kulanandi? Und meine Antwort war ziemlich spontan. Ich sagte sofort über das Dhammapada. Und es ist nicht ohne Bedeutung, dass ich immer eine Kopie des Dhammapadas in meiner Tasche habe. Und öftermals, wenn ich im Zug sitze oder auf dem Bahnsteig warte oder wo auch immer, dass ich mein kleines Buch heraushole und lese. Und jedes Mal entdecke ich in diesem kleinen Buch was Neues. Und jedes Mal finde ich Inspiration, Klarheit und Ermutigung. So das Dhammapada ist ein grundlegender Text der religiösen Weltliteratur. Und ich bin ziemlich sicher, dass Sie, bewusst oder unbewusst, über irgendwelche Zeilen aus dem Dhammapada schon gestolpert sind. Neulich war ich an einem Bahnhof in Großbritannien und ich ging in die Bücherei da, um ein Geschenk für eine Freundin zu kaufen. Auf einem Stände gab es eine ganze Reihe von kleinen Büchern, die sehr schön aussahen und hatten populäre Titel wie Weisheit, Liebe, Mut und so weiter. Wahrscheinlich kennen Sie diese kleinen illustrierten Bücher. Und ich wählte eins über Freundschaft aus. Und sofort fand ich 4 Zitaten aus dem Dhammapada. So eine Übersetzung des Dhammapadas, muss sagen, keine gute, gibt es sogar in dem bekanntesten Taschenbuchverlag in Großbritannien. Als ein Klassiker in der Weltliteratur gelistet. Und ich weiß nicht, ob das auch der Fall im deutschen Taschenverlag ist. Weiß jemand? Ja. Ist auch so. Habe ich auch gedacht. So, wenn Sie öftermals zum Zentrum kommen, hier zum Zentrum kommen, werden Sie immer Vorlesungen oder Zitaten aus dem Dhammapada hören. Vor der Meditation, in der Puja, das ist unser buddhistisches Ritual, oder einfach die Zeilen oder Verse, die wir über die Jahre auswendig gelernt haben. Oder, wie man das so schön auf Englisch sagt, vom Herzen gelernt haben. Und es gab in Indien einen Ordensmitglied, er ist vor einigen Jahren gestorben, der das ganze Dhammapada auswendig lernte und jeden Tag über einen Vers reflektierte. Sangharakshita, der Begründer der FWBO, sagt, dass die Worte des Dhammapadas wortwörtlich stimmen. Und es genügt nicht, das Dhammapada einfach durchzulesen. Wir müssen die Worte in unserem Herz eingeschnitten haben und diese Worte in Buchstaben aus Feuer gemacht. So die Sprache des Dhammapadas ist sehr poetisch, klar, kompromisslos, direkt und prägnant. Und ich wollte Ihnen sofort ein Beispiel geben. Und dann habe ich gedacht, wie wäre es mit den ersten 2 Versen, also wie das Dhammapada anfängt. Alles geschieht unter der Führung des Geistes, hat den Geist zuvorderst. Alles wird vom Geist hervorgebracht. Wer mit unlauterem Geist spricht oder handelt, den verfolgt das Unglück auf Schritt und Tritt so, wie das Wegenrad zum Fuß des Zugochsen folgt. Alles geschieht unter der Führung des Geistes, hat den Geist zuvorderst. Alles wird vom Geist hervorgebracht. Wer mit lauterem Geist spricht oder handelt, dem folgt das Glück wie ein Schatten, der einem niemals von der Seite weicht.
So mein Ziel in diesem Vortrag ist erstmal für diejenigen von Ihnen, die das Dhammapada noch nicht kennen, den Text ein bisschen einzuführen. Und für diejenigen von Ihnen, die den Text schon kennen, vielleicht ihr Interesse aufzufrischen. So das Dhammapada hat 26 Kapitel und 423 Verse. Erstmal die Statistik hier. Jedes Kapitel handelt sich um ein bestimmtes Thema. Dhamma heißt, und wahrscheinlich wissen Sie das schon, zu tragen oder zu halten. Und man könnte sagen, unsere Bedeutung heutzutage heißt die Essenz eines Dinges. Die bestimmende Qualität, die dieses Ding zusammenhält, wie es ist. So allgemein gesagt, die Bedeutung des Wortes Dhamma heißt, wie Sachen wirklich sind. Die Wahrheit. Und Dhamma heißt auch die Lehre des Buddha, die diese Weisheit enthüllt oder offenbart. Pada heißt buchstäblich Fuß. Und es kann auch Vers bedeuten. Das Dhammapada kann Verse über die Wahrheit bedeuten. Pada heißt auch Zufuß, so ein Pfad, ein Weg, der Pfad oder der Weg der Wahrheit. Und hier haben wir sofort eine spirituelle Botschaft. Die Lehre des Buddhas ist nichts Statisches, so ein statisches Glaubenssystem. Sie ist irgendetwas, was geübt und mehr verkörpert werden muss. Sie ist ein Weg zur Vollkommenheit für jeden. So das Dhammapada ist wie eine Landkarte für eine Reise. Wir müssen selber auf die Reise gehen. Dann werden wir die Landschaft unterwegs selber erleben. Und einer von den vielen Übersetzern des Dhammapadas vergleicht das Dhammapada mit der Bergpredigt aus dem Neuen Testament. Er sagt, wenn alles andere aus dem Neuen Testament verloren geht und es bleibt nur diese Bergpredigt, dann hätten wir immer noch das Wesentliche über die Lehre von Christ. Er schlägt vor, dass das genauso gilt für das Dhammapada. Wenn alle andere buddhistische Texte verloren geht oder verloren gehen, dann bräuchten wir nichts mehr als das Dhammapada, um dem Weg des Buddhas zu folgen. Das Dhammapada enthält alle grundlegenden Lehren des Buddhas. So das Dhammapada ist unter buddhistischer Literatur ein früher Text. Und das alleine ist sehr interessant. Wir sehen die frühere Entwicklung oder früheren Charakter der Lehre. Und manchmal denken wir, dass die Formulierungen, die wir so gut jetzt kennen, sofort aus dem Mund des Buddhas kamen. Es war gar nicht so. Nicht nur brauchte der Buddha Zeit, um Begriffe und Modelle für seine Erfahrungen zu finden und zu formulieren, sondern auch die Lehre selbst in ihrem Ausdruck hatte eine natürliche Entwicklung. Wie man diese Wahrheit vertiefen, verarbeiten und formulieren konnte. So ein gutes Beispiel wäre sofort etwas aus dem Dhammapada. In dem Dhammapada steht, nichts Schlechtes tun, Gutes vollbringen, den eigenen Geist läutern. Dies ist die Unterweisung des Erleuchteten. Und wenn man sich überlegt, wie viele Formulierungen, Begriffe, Symbole, Modelle, Archetypen wir seitdem im Buddhismus entwickelt haben, um diese schlichte und tiefgreifende Lehre mitzuteilen. In Dhammapada oder in dem Dhammapada lernen wir auch, wie die Mönche und die Laien zu der Zeit des Buddhas das Ziel des spirituellen Lebens verstanden haben. Besser gesagt, welche Schwerpunkte ausgedrückt werden, um das Ziel Nirvana zu erlangen. Nirvana heißt buchstäblich Aussterben.
Im Buddhismus, eine viel bessere Übersetzung, Freiheit von Begierde. So Freiheit bedeutet keine Anhaftung an eine Existenz, die zum nächsten Geburt in dieser Welt führt. Anhaftung heißt hier haben wollen und nicht haben wollen, Gier und Hass. Und mit diesem Motor, mit diesen Antrieben in uns als Antwort auf die Welt, versichern wir immer wieder eine weitere Existenz in dieser Welt. Das Ziel ist, uns von diesen Antrieben zu befreien. Und diese Botschaft wird ständig wiederholt in Dhammapada, wie wir sehen werden. So Freiheit, Nirvana, Freiheit ist das größte Glück, die größte Erfüllung. Und interessanterweise lernen wir auch in Dhammapada, dass der Buddha ganz klar gesagt hat, dass es nicht nötig ist, Mönch zu sein, um Nirvana zu erreichen. Ich zitiere. Falls jemand, mag er auch fein gekleidet sein, Gleichmut übt, falls er friedvoll, zurückhaltend, diszipliniert und gesittet ist, ist dies derjenige, der priesterlich, derjenige, der religiös, derjenige, der ein Bettelmönch ist. So, obwohl ich einiges angedeutet habe, lohnt es sich genauer zu schauen, woher das Dhammapada innerhalb der ganzen buddhistischen Literatur erscheint. So, unseren Kontext sozusagen. Und wie Sie wahrscheinlich schon wissen, würde die Lehre des Buddhas mündlich weitergegeben. Der Buddha konnte weder lesen noch schreiben. Und scheinbar oder deswegen hatten die Menschen damals und natürlich auch die Schüler des Buddha eine außerordentliche geübte Fähigkeit, daran zu erinnern, was sie gehört hatten. Ich habe gelesen, dass nur kurzfristige Informationen aufgeschrieben würden, wie staatliche, finanzielle oder politische Aussagen. Alles andere, zum Beispiel religiöse Lehren, würden als viel zu wichtig gehalten und würden nie niedergeschrieben. Sie mussten dann auswendig gelernt werden und im Herz eingeschlossen werden. Und das ist auch ein Grund, warum viel buddhistische Schriften und auch das Dhammapada in Versform sind und warum es manchmal viele Wiederholungen gibt. Es war einfach auf diese Art, sich die Wörter des Buddhas zu merken. Und wir wissen, dass der Buddha seine Schüler ermutigt hat, seine Lehre in Versform zu gestalten. Es könnte auch wohl sein, dass der Buddha selber auch in Versform lehrte. So die Lehre des Buddhas, immer mündlich weitergegeben, wurden nach ungefähr 400 Jahren nach seinem Tod niedergeschrieben. Und die Lehren würden geordnet und organisiert und in drei Sammlungen untergebracht. Und diese drei Sammlungen heißt die Tripitaka, die drei Körper. Das Sutta-Pitaka schließt alle Diskursen und alle Geschichten ein. Und auch Dhammapada finden wir da. Das Vinaya-Pitaka war die ganze monastische und klösterliche Regelungen. Und die Abhidhamma-Pitaka war eine Systematisierung der Lehren. Eine metaphysische Darlegung der Lehren nach dem Tod des Buddhas. Und wir dürfen nicht denken, dass das alles vom Samstag auf Sonntag passiert ist. Die Festlegung des Inhaltes und Organisation der Lehren war eine allmähliche Entwicklung. Sie fing nach dem Tod des Buddhas mit dem ersten Konzil an, wo die Hauptschüler, so ungefähr 500 Hauptschüler des Buddhas, dabei waren. Und einige Namen, die wir schon kennen von seinen Hauptschülern, waren Ananda, Mahakashyapa, Anuruddha.
Und sie haben die ersten Schritte gemacht, die Lehren, die sie in Gedächtnis und Herz eingeschlossen hatten, thematisch zu gruppieren und priorisieren. Eine Tripitaka hat in der Pali-Sprache intakt überlebt. Und diese Tripitaka ist, was wir aus dem Pali-Kanon kennen. So Kanon bedeutet anerkannte religiöse Lehren. Der Pali-Kanon ist ein massiver Körper der Literatur. Die englische Übersetzung hat 45 dicke Bände. Und es scheint, dass als Buddhismus sich nach dem Tod des Buddhas entwickelt hat und die verschiedenen frühe buddhistischen Schulen, die danach aufgewachsen sind, ihre eigenen Schwerpunkte der Praxis eingeführt haben, hat jede ihr eigene Tripitaka festgelegt. Der Inhalt hat sich natürlich überschneidet. Einige Sachen werden hinzufügt und andere weggelassen. Es gab zum Beispiel chinesische und tibetische Tripitakas, drei Körbe, die von Sanskrit, so eine indische klassische Sprache, übersetzt worden sind. Aber das meiste davon ist verloren gegangen. Das bedeutet, dass es auch mehrere Dhammapadas gab. Der Pali-Kanon scheint, wenn man er mit anderen Tripitakas vergleicht, sehr alt zu sein. Und der Inhalt wurde wahrscheinlich 250 Jahre vor Christ unter dem König Ashoka festgelegt. So der Pali-Kanon ist in der buddhistischen Welt besonders. Nicht nur, weil er intakt geblieben ist, sondern auch, weil er die einzige Tripitaka ist, die in der ursprünglichen Sprache sozusagen erhalten ist. Für manche Buddhisten, am meisten moderne Theravadin-Buddhisten, geben alleine diese zwei Fakten, diese bestimmte kanonische Sammlung der buddhistischen Lehren, viel Autorität. Diese Kanon ist von der Theravadin-Schule beschützt erhalten worden. Und für die Buddhisten in Sri Lanka, Burma, Thailand, Laos und Kambodscha ist er der einzige maßgebende Aufzeichnen oder auch ihr Aufzeichnen der Worte des Buddhas. So Pali, wenn überhaupt eine Sprache, war eine indische Verkehrssprache, eine literarische Sprache, die nur der Gebildete sprach, die aber auch der einfache Mann verstand. Pali war nicht, wie manche denken, besonders moderne Theravadin-Buddhisten, die Sprache des Buddhas, so eine heilige Sprache. Manche benutzen dieses Argument, damit der Pali-Kanon eine weitere Autorität bekommt. Der Buddha und seine Schüler haben wahrscheinlich mehrere indische Dialekte gesprochen. Sie sind viel in Indien umgereist. Die Pali-Sprache war ihnen vielleicht einigermaßen bekannt. Was einfach passiert ist, ist, dass die mündliche Überlieferung schließlich unter Verwendung des Pali niedergeschrieben wurde. Der Buddha hätte nie eine heilige Sprache bevorzugt. Er hielt das für sehr wichtig, dass jeder Zugang zum Dharma in seiner eigenen Sprache hat. Der Buddha hat kein linguistisches Vorurteil. So der Pali-Kanon spielt ohne weiteres eine sehr wichtige Rolle in den ganzen buddhistischen Schriften. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in historischer oder traditioneller Rigidität verlieren, was einfach die Worte des Buddhas angeht. Die Worte des Buddhas heißt Buddha Vachana. Vachana heißt Stimme. Und die Worte des Buddhas müssen leben. Sie müssen lebendig sein.
Sie müssen in der Lage sein, die Erfahrung der vollkommenen Erleuchtung mitzuteilen. Egal, ob das zu der Zeit des historischen Buddhas war oder 2500 Jahre nach seinem Tod, wo wir jetzt sind, im Westen, in dem 21. Jahrhundert. Und wo wir uns bemühen, mehr und mehr zu verstehen, was das spirituelle Leben ist. Man könnte sagen, dass es einigermaßen zwei Extremen im Buddhismus bezüglich Buddha-Vachana gibt. Es gibt auf der einen Seite die Theravadenschule, also die, die wir in Sri Lanka und Thailand und Burma finden, die sich an eine etwas rigide und enge Interpretation des Buddha-Vachana binden, also an den Pali-Kanon. Auf der anderen Seite gibt es die spätere historische Entwicklung im Buddhismus, Mahayana, die Schulen, die wir in Tibet oder China oder Japan kennen. Sie vertreten im Prinzip die Auffassung, alles, was gut gesagt ist, ist Buddha-Wort. So ein Zitat aus Shantideva. Und interessanterweise, im Grunde seines Herzens ist Theravadin nicht ganz so eng und Mahayana nicht ganz so allumfassend, wie sie vielleicht erscheinen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und im Vergleich zu vielen anderen Religionen haben buddhistische Texte kein eigenes, absolutes, maßgebendes Bestehen. Also keine absolute, maßgebende Existenz. Kein buddhistischer Text wird jedem offenbart, wie in einigen anderen religiösen Traditionen. Im Buddhismus handelt sich, ob die Schriften eine spirituelle Wahrheit mitteilen und ob sie spirituell hilfreich sind. Die Schriften sind eine Sammlung von Richtlinien, wie wir ein geschicktes, heilsames Leben führen können. So ein bisschen wie freundliche Ratschläge von dem Buddha selber. Man könnte sagen, dass im Buddhismus spirituelle Authentizität wichtiger ist, als dass wir uns mit der Frage beschäftigen, ob irgendwelche Text eine historische Authentizität hat oder was auch immer. Der Buddha selber sagte immer wieder, dass Worte nur Wegweiser oder Zeichen sind. Und wir sollten nicht daran festhalten, als ob sie absolut und wirklich wären. So, ich habe mich gerade sehr viel mit dem Pali-Kanon beschäftigt. Lass uns ein bisschen mehr zum Dhammapada kommen. Und wie ich schon sagte, eine Version des Dhammapadas kommt in dem Pali-Kanon vor, in dem Sutta Pitaka, dieser Korb von Diskursen und Geschichten. Dieser Korb, dieser Sutta Pitaka, hat selber 5 Sammlungen. Und das Dhammapada ist in der Kudika Nikaya eingeordnet. So Kudika Nikaya heißt kleiner Körper. Und wie ich schon gesagt habe, die früher buddhistischen Schulen auch ihre eigene Versionen des Dhammapadas hatten, mit ihren gemeinsamen Versen und Überschneidungen. So jemand beschrieb das Dhammapada als eine Sammlung von anschaulichen, praktischen Versen, wahrscheinlich von den Hauptschulen des Buddhas zusammengebracht, die behalten wollten, was sie selber von dem Buddha gehört hatten. Die mündliche Überlieferung als Handbuch sozusagen, ein Nachschlagwerk der Lehren in Themen angeordnet. Das Dhammapada scheint daher ein ganzes zusammenhängendes Verfassen zu sein. Viele Akademiker weisen darauf hin, dass mehr als die Hälfte aller Versen im Dhammapada auch irgendwo anders im Pali-Kanon zu finden sind.
Einige Verse tauchen auch in Jain und brahmanische Traditionen auf. Vielleicht sind einige Verse nicht vom Buddha direkt, sondern Teil einer allgemeinen Reserve von Versen, die mehr mit der spirituellen Volkskunde des alten Indiens zu tun sind. So, wenn wir den Geist hinter Buddha Vachana, also die Wörter des Buddhas, offen sind, oder wenn wir für den Geist offen sind, sollten diese Fakten uns nicht skeptisch machen oder für uns das Dhammapada ungültig machen. Vielleicht hat der Buddha selber diese Volkskunde benutzt. Letztendlich, was wichtig ist, ist, dass diese Worte drücken eine spirituelle Wahrheit aus und sind für uns hilfreich. So, das Dhammapada, weil es so beliebt ist, hat zahlreiche Übersetzungen. Vielleicht mehr als jeder andere buddhistische Text. Eine absolute, definitive Übersetzung kann es wirklich nicht geben. So, passen Sie auf, wenn Sie eine Übersetzung suchen, was im Klappentext des Buches steht. Wie schon öfters gesagt, Worte wie absolut oder definitiv sind dem Geist hinter Buddha Vachana nicht entsprechend. Geschweige dann eine Übersetzung, wo die sprachliche Interpretation und der Wortgebrauch zum gewissen Maße das ganze Verständnis des spirituellen Lebens färben muss. So, ein gutes Beispiel ist das Wort Nirvana. Vorher habe ich gesagt, dass Nirvana wortwörtlich Aussterben heißt. Wenn ich denke, dass ich das spirituelle Leben lebe, oder ich strebe mich, um auszusterben, ist es kein anziehendes, anlockendes Ziel, also finde ich persönlich. So ist es sehr, sehr schwierig, dieses Wort Nirvana wirklich richtig, die Bedeutung dahinter, anzunehmen. Vielleicht müssen wir einfach anfangen, eine neue Sprache, diese Bewegung einfach zeigen, diese Bewegung nach oben, also im Sinne von einer kontinuierliche Spirale. So, Pali als eine Sprache ist ziemlich prägnant. Und es ist sehr schwierig, diese Sprache, diese Direktheit der Sprache in eine Übersetzung rüberzubringen. Und vielleicht ist es interessant zu hören, dass die erste europäische Übersetzung des Dhammapadas in 1850 war und dann auf Lateinisch. So, die Integrität des Inhaltes und das Reichtum an Übersetzungen hat das Dhammapada Teil der religiösen Weltliteratur gemacht. So, hier ist eine Beschreibung des Dhammapadas. Die Verse sind Werke der poetischen Kunst. Die ethische und spirituelle Vorsätze verkörpern. Hier ist Tiefe, universelle Lehren, Reinheit, Ernsthaftigkeit, Ethik, sublime Ideale, verfeinerte Schlichtheit, sprachliche, poetische Schönheit. Meine Idee ist jetzt, die ersten zwei Verse des Dhammapadas mit verschiedenen Übersetzungen zu vergleichen. Und dann werden wir sehen können, wie unterschiedlich sie sein können. Ich glaube, vergleichen zu können, ist eine Bereicherung für unser Verständnis und unsere Anwendung der Lehre. So, ich habe schon diese Übersetzung gelesen von Cleary. Und hier kommt eine Übersetzung, die ersten zwei Versen von Byron. Wir sind das, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht durch unsere Gedanken. Mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt. Sprich oder handle mit unreinem Gedanken und das Unglück wird dich verfolgen,
wie das Rad den Ochsen, die den Karren zieht. Wir sind das, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht durch unsere Gedanken. Mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt. Sprich und handle mit reinem Gedanken, und das Glück wird dir auf dem Fuße folgen, wie dein Schatten, der nie von dir weicht. Gehen wir ein bisschen weiter. Das, ich glaube, das haben wir im Buchladen. Ganz anders. Was uns trifft, entspricht dem Denken. Geht aufs Denken stets zurück. Was uns trifft, quillt aus dem Denken. Denken regelt das Geschick. Wenn wir bösem Denken dienstbar Worte oder Taten schufen, folgt das Leid dem Weltenlaufe, wie das Rad des Zugtiers rufen. Was uns trifft, entspricht dem Denken, geht aufs Denken stets zurück. Was uns trifft, quillt aus dem Denken, Denken regelt das Geschick. Wenn wir reinem Denken dienstbar Worte schufen oder Taten, folgt das Glück dem Weltenlaufe und bleibt treu wie unser Schatten. Letzte. Neumann. Vom Herzen gehen die Dinge aus. Sind Herz geboren, Herz gefügt. Wer bös gewillten Herzen spricht, wer bös gewillten Herzens wirkt, dem folgt notwendig Leiden nach, gleich wie das Rad dem Ufer folgt. Vom Herzen gehen die Dinge aus, sind Herz geboren, Herz gefügt. Wer wohl gewillten Herzens spricht, wer wohl gewillten Herzens wirkt, dem folgt notwendig Freude nach, dem untrennbaren Schatten gleich. So wie Sie sehen können, die sind sehr, sehr anders. So meine Absicht ist jetzt, jedes Kapitel des Dhammapadas ein bisschen zusammenzufassen und ab und zu mal die Schlüsselverse ein bisschen zu erforschen. Und dafür habe ich Thomas Cleary benutzt. Das ist aus dem Amerikanischen übersetzt. Das haben wir im Bibliothek, das habe ich schon vom Bibliothek ausgeliehen. Es liest sich gut, aber die Übersetzung ist nicht sehr wörtlich. So, Kapitel 1. Fangen wir mit Gegenüberstellung oder Zwillingsverse. So, wir haben gerade die ersten zwei Versen gehört. So, dieses Kapitel handelt sich um gute und schlechte Gewohnheiten. So, unser Handeln als Menschen. Und wie diese Gewohnheiten, werden in diesem Kapitel einander gegenübergestellt. Und die verschiedenen Ergebnisse, ob wir heilsam oder unheilsam handeln, werden deutlich gemacht. Die heilsame Alternative ist schwierig zu üben. Aber letztendlich ist sie die einzige, die zur Freiheit und zum Frieden führt. Und ich habe früher erwähnt, dass das Dhammapada an Laien sowohl als für Mönche gerichtet worden ist. Und jetzt sehen wir ein Beispiel. So wie in ein Haus mit schlecht gedecktem Dach Regen einsickert, dringt Leidenschaft in einem ungeübten Geist ein. So wie in ein Haus mit gut gedecktem Dach kein Regen einsickern kann, kann Leidenschaft nicht in einem geübten Geist eindringen. Und dann hier kommen vielleicht zwei Verse für die akademischen Buddhisten, die nicht üben. Wahrscheinlich wissen die viel mehr als alle von uns hier, die sitzen, zusammengezählt, aber die üben nicht. Auch wenn jemand viel über das redet, was von Nutzen ist,
Falls es nicht in die Tat umsetzt, lässt außer Acht, worauf es ankommt, wie eine Hirte, die den Viehbestand von anderen zählt. An Spiritualität hat nicht teil. Auch wenn jemand über das, was von Nutzen ist, kaum redet, sich jedoch nach der Wahrheit richtet, ist wahrheitsliebend, sofern Wohllust, Hass und törichtes Handeln aufgegeben hat, zu richtigem Verständnis fähig ist, in der ungehinderten Offenheit des Geistes verweilt, nicht an dieser noch an der nächsten Welt hängt, hat an Spiritualität teil. Dann kommt Wachsamkeit. Und manchmal übersetzen wir Wachsamkeit mit Achtsamkeit. Und aus meiner eigenen Erfahrung der Praxis muss ich erstmal eine allgemeine Qualität der Wachsamkeit haben, bevor ich überhaupt achtsam sein kann. Meine Wachsamkeit sagt mir, wenn meine Achtsamkeit nicht vorhanden ist, zum Beispiel. Und die Qualität von Achtsamkeit muss ständig in meinem Geist immer wieder eintreten. Und die Tür, die dazu öffnet, ist Wachsamkeit. So die letzten Worte des Buddhas, bevor gestorben ist, waren Appamadena Sampadeta. Appamada heißt Wachsamkeit. Also mit Wachsamkeit strebe weiter. Und es wird gesagt, dass wenn wir versuchen würden, das ganze Buddha-Vachana in der Tripitaka zusammenzufassen, dann könnten wir ein einziges Wort benutzen. Und das Wort wäre Wachsamkeit. Dann kommen wir zu Geist. Und wahrscheinlich brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, wie radikal die buddhistische Lehre über den Geist ist. Wir brauchen nicht Opfer zu sein. Hat mich geärgert. Sie hat mich beleidigt und so weiter. Der Geist ist ruhelos, unstet, schwer im Zaum zu halten, schwer zu kontrollieren. Der Verständige richtet ihn so gerade, wie ein Pfeilmacher einen Pfeil ausrichtet. Der Geist ist wechselhaft, kaum in die Schranken zu weisen. Er lässt sich nieder, wo es ihm beliebt. Es ist gut, diesen Geist zu beherrschen. Ein disziplinierter Geist bringt Glück. So ist es klar, dass es sehr wichtig ist, den Geist unter Kontrolle zu bringen. Und hören wir wieder. Was auch immer ein Feind einem Feind antun mag, und was auch immer der Hasserfüllte dem Hasserfüllten antun mag, in fehlgeleiteter Absicht bewegt der Geist noch Schlimmeres als das. Was selbst eine Mutter, ein Vater oder irgendein anderer Verwandter nicht bewerkstelligt, ein richtig angeleiteter Geist vermag es, wessen sogar. So daher ist Meditation so wichtig im Buddhismus. Wir schaffen Raum in unserer Erfahrung von uns und können unsere Antworten auf die Welt klarer anschauen und erleben. Unsere starke Tendenz, uns mit bestimmten Geisteszuständen zu identifizieren, wird aufgelockert. Wir schaffen Platz für eine neue Erfahrung des Lebens. Dann kommt Blume. Und Blumen, dieses Kapitel, hat sehr viel Blumenmetaphern. Ein Beispiel. Ganz wie die Biene den Nektar nimmt und dann weiterfliegt, ohne die Farben oder den Duft der Blumen zu beeinträchtigen, so sollte in einer menschlichen Gemeinschaft der Verständige vorgehen.
So in anderen Worten, nur zu nehmen, was wir brauchen. Und ich denke mir, das ist eine große Herausforderung für unseren westlichen Lebensstil, wo Konsumismus und Selbstbezogenheit zum größten Teil herrschen. Und auch in diesem Kapitel treffen wir ein Vers, was uns sehr bekannt vor, aus unserem einfachen Puja, unserem kleinen Ritual. Der Duft der Blumen verbreitet sich nicht gegen den Wind. Auch nicht der von Sandelholz, Aleonholz oder Jasmin. Der Duft des Redlichen hingegen, der verbreitet sich gegen den Wind. Der Wohlgeruch der Rechtsanschaffenheit erfüllt sämtliche Richtungen. Der Narr. Die Übersetzung von diesem Wort heißt wortwörtlich Kind. So der Narr ist wie ein Kind gesehen. Jemand, der spirituell unreif ist. Aber ein Kind kann wachsen. Ein Narr, der sich seines Unverstands bewusst ist, ist dadurch weise. Der Narr, der sich selbst für weise hält, ist derjenige, den man als Narren bezeichnen muss. So wir können das spirituelle Leben nur anfangen, wo wir sind. Wir müssen dann auch wissen, wo wir sind. Und das braucht Mut und Ehrlichkeit. Was hält uns wirklich ab, das spirituelle Leben zu leben? Und es hat wenig Zweck, immer wieder zu denken oder zu sagen, ich bin nicht erleuchtet. Ich habe so viele Schwierigkeiten. Ich habe so viele schlechte Gewohnheiten. Das ist alles zu vage. Manchmal kommt es mir vor, als ich der Sünder oder ich die Sünderin oder sogar ich ein Opfer. Vielleicht eine Art, wie ich meine Faulheit oder Verwirrung rationalisiere. Vielleicht auch eine Art, wo ich mich verweigere, Verantwortung für mich wirklich zu übernehmen. Und vielleicht, warum ich das so schwierig finde, Verantwortung für mich zu übernehmen, kommt aus einer alten religiösen oder christlichen Konditionierung. Es hilft uns viel mehr, wenn wir genauer identifizieren könnten, auf welche Art und Weise wir die wahre Natur der Dinge nicht verstehen können oder sogar davon bedroht sind. Es hilft uns, wenn wir klar denken können. So, gleich nach dem Narr kommt der Weise. So, es ist eine Bestätigung, dass der Narr kann auch weise werden. Der Bewässerungstechniker lenkt das Wasser. Der Pfeilmacher macht Pfeile zielgenau. Der Zimmermann macht das Bauholz gerade. Die Weisen werden Herr ihrer selbst. Das ist ein sehr bekannter Vers in dem Dhammapada. Und dieses Thema taucht öftermals auf. Eine von meinen Lieblingsversen. Wirkliche Menschen halten, wo immer sie auch sind, an nichts fest. Diejenigen, die in Frieden leben, reden nicht um des Vergnügens willen. Gleichgültig, ob sie auf Wohlbehagen oder auf Mühsal treffen, bei den Weisen zeigt sich weder ein Hochgefühl, noch Niedergeschlagenheit. So, Gleichmut. Das Wort ist nicht vielleicht so gut in dem Deutschen. Das englische Wort ist ein bisschen besser. Equanimity. Und das Pali-Wort sogar besser. Upeksha. So, Upeksha, Gleichmut. Das hat nichts mit Entfremdung zu tun oder Indifferenz. Freude und Leid sind verschiedene Seiten derselben Medaille. Samsara, diese Welt, in der wir leben, hat beides. Wie wir darauf antworten, ist manchmal
dass wir haften an, wir ziehen zu uns oder wir lehnen ab. Wir müssen lernen, mehr in diese berühmte Lücke zu bleiben. Diese Lücke zwischen Empfindung und Begierde, zwischen Vedana und Trishna. Ein bisschen länger zu verweilen. So, wenn wir zum Beispiel eine Erfahrung machen, wenn wir in Kontakt mit irgendetwas kommen, dann empfinden wir. Und diese Empfindung ist entweder angenehm oder unangenehm. Da ist überhaupt kein Schuld damit verbunden. Wir sind nicht schuldig, weil eine Erfahrung uns unangenehm ist oder angenehm ist. Es ist völlig neutral. Es ist schon vorprogrammiert in uns, wie diese Empfindung denn sein wird. Unsere Verantwortung fängt an, wenn wir auf diese Erfahrung dann reagieren. Das ist, wenn wir unser Karma reaktivieren. Zum Beispiel, jemand beleidigt uns. Das ist eine unangenehme Erfahrung. Wenn wir uns entschieden, dann aus Hass zu antworten, dann reaktivieren wir unseren Hass. Und in diesem Moment sind wir Hass. Dass es uns erstmal unangenehm ist, da haben wir keine Schuld. Das ist einfach, wie es ist. Und das ist sehr, sehr wichtig zu kapieren im Buddhismus. Zwischen Empfindungen und Begierde. Begierde im Sinne von haben wollen, nicht haben wollen. Und das ist Buddhismus, der Kern vom Buddhismus, kurz gefasst. Und ist das ständige Übungsfeld für uns in unserer Meditation, in unserer Meditation und in unserem Alltag. In dieser Lücke länger und länger zu verweilen zwischen was wir empfinden und wie wir darauf antworten. Buddhismus listet 8 weltliche Bedingungen, also Lokatamas, die uns nicht erschüttern sollten. 8 Aspekten des gewöhnlichen Lebens, wo wir keine Kontrolle haben. Nicht mal ein Buddha ist davon frei. So, Gewinn und Verlust, Ruhm und Schande, Lob und Vorwurf, Freude und Leid. Wie gehen wir normalerweise damit um? Ignorieren oder versuchen wir, diese Aspekten des Lebens zu vermeiden. Der Weise sagt, es hat keinen Zweck, uns darüber aufzuregen. So wie gesagt, dieses Thema in der Lücke zu verweilen, zwischen Begierde, zwischen Empfindungen und Begierde, zwischen Vedana und Trishna, ist ein ständiges Thema in dem Dhammapada. Das ist so ein Übungsfeld für einen Buddhist. Und wir hören immer wieder dieselbe Botschaft, uns von der Anhaftung zu befreien. Nirvana, Freiheit von Begierde. So, jetzt kommen wir zu der Ehrwürdige. So, der Ehrwürdige kennen wir in Sprache, die wir öftermals benutzen, als der Arahant, der Erleuchtete. Arahant, wortwörtlich, heißt einer, der ist würdig und verdienstvoll. Diejenigen, bei denen sich nichts angehäuft hat, die mit vollendetem Wissen ihre Mahlzeiten einnehmen, deren Sphäre Leerheit, Spurlosigkeit und Befreiung ist, hinterlassen wie die Vögel am Himmel schwerlich eine Spur. Diejenigen, für die Zwänge der Vergangenheit angehören, die an Essen nicht gebunden sind, deren Sphäre Leerheit, Spurlosigkeit, Befreiung ist, hinterlassen wie die Vögel am Himmel schwerlich eine Spur. So Spurlosigkeit, an nichts anhaften. Ob im Dorf oder im Wald, auf dem Berg oder im Tal,
Wo auch immer Heilige wohnen, da ist es angenehm. Solche Wälder sind angenehm, in denen Menschen sich nicht die Zeit vertreiben. Wer frei ist von Leidenschaft, wird sie mögen, da er nicht auf der Suche nach Vergnügen ist. Weiter. Jetzt kommt ein Kapitel Tausende. Die Betonung hier ist: Handle jetzt. Zögere nicht. Bleib nicht oberflächlich. Besser, als wenn jemand Hunderte von Gedichten voll sinnloser Verszeilen vorträgt, ist ein Gedicht, durch das man, sobald man es vernimmt, zur Ruhe kommt. Es ist besser, einen Tag moralisch einwandfrei und mit Bedacht zu leben, als 100 Jahre unmoralisch und zügellos zu leben. Es ist besser, einen Tag weise und mit Bedacht zu leben, als 100 Jahre zu leben, in denen man unwissend ist und seinen Schwächen nachgibt. Es ist besser, einen Tag zu leben und eine kraftvolle Anstrengung zu unternehmen, als 100 Jahre lang faul und teilnahmslos zu leben. Es ist besser, einen Tag zu leben und die Vergänglichkeit wahrzunehmen, als 100 Jahre zu leben, ohne die Vergänglichkeit wahrzunehmen. Es ist besser, einen Tag zu leben und das unvergängliche Sein zu sehen, als 100 Jahre zu leben, ohne das unvergängliche Sein zu sehen. Dann kommt Übel. So was passiert, wenn wir unheilsam handeln? Im Buddhismus gibt es kein Schuld und keine Strafe. Die buddhistische Lehre ist frei von judäa-christlichen Annahmen. Der karmische Gesetz, auf bedingtem Entstehen basiert, ist unpersönlich und nicht zu vermeiden. Und zu der Zeit des Buddhas war Karma nichts Neues. Der Buddha benutzte den Begriff, der wirklich Handeln bedeutet, und hat ihn neu als Absicht definiert. Chetana, Absicht. Und das heißt, unser gewolltes, absichtliches Handeln, das die Entwicklung unserer eingeschliffenen Impulse und Tendenzen bestimmt. So diese eingeschliffenen Impulse und Tendenzen kennen wir als Samskaras. Und diese Tendenzen tragen Früchte in der Zukunft, Karma Vipaka. Unterschätzt das Übel nicht, indem ihr annehmt, es werde sich auf euch nicht auswirken. Selbst tropfendes Wasser kann einen Krug füllen, Tropfen für Tropfen. Ein Narr ist voll von Übel, selbst wenn er dieses nur nach und nach angesammelt hat. Unterschätzt das Gute nicht, indem ihr annehmt, es werde sich auf euch nicht auswirken. Selbst tropfendes Wasser kann einen Krug füllen. Tropfen für Tropfen. Ein Weiser ist vom Guten erfüllt, selbst wenn er es nur ganz allmählich angesammelt hat. Und wir lernen auch in diesem Kapitel, dass Nichtstun ist auch nicht unbedingt ethisch neutral. Beeilt euch, Gutes zu tun. Haltet euren Geist von Üblen fern. Der Geist von jemandem, der träge ist, wenn es darum geht, Gutes zu tun, findet in Üblem einen Zeitvertreib. Gewalt. Jedermann schaudert es vor dem Peitschenhieb. Jedermann hat Angst vor dem Tod. Indem ihr auf andere Rücksicht nehmt, wie auf euch selbst, tötet nicht und leistet dem Töten keinen Vorschub.
Jedermann schaudert es vor dem Peitschenhieb. Jedermann liebt das Leben. Indem ihr auf andere Rücksicht nehmt, wie auf euch selbst, tötet nicht und leistet dem Töten keinen Vorschub. Sagt keine Grobheiten. Was ihr gesagt habt, wird euch durch das, was man zu euch sagt, zurückgezahlt werden. Eine zornige Redeweise ist schmerzlich. Vergeltung wird euch treffen. Sowohl Mitgefühl und ethisches Handeln vorhanden sind, fangen wir an, diese Trennung zwischen uns und anderen abzubauen. Dann tritt eine natürliche Moralität herein. Diese natürliche Moralität ist eine instinktive Selbstlosigkeit. Das Alte. Nochmal eine Betonung auf Eile. Über jetzt. Diese Verse kommen von dem, was der Buddha gleich nach seiner Erleuchtung sagte. Viele Male habe ich immer wieder aufs Neue die Suche nach dem Erbauer dieses Hauses begonnen, ohne ihn zu finden. Wieder und wieder damit zu beginnen, ist erbärmlich. Du bist erkannt, Erbauer des Hauses. Du wirst es nicht abermals aufrichten können. All dein Eckpfeiler sind zusammengebrochen. Dein Dachfirst ist zerstört. Ausgerichtet auf Losgelöstheit von den geschaffenen Dingen hat der Geist erreicht, dass das Verlangen verloschen ist. So der Buddha hat Begierde gesiegt. Und das heißt keine Wiedergeburt. Ich war nicht 100% sicher, aber ich denke, in diesem Vers heißt das Haus Individualität, also wie wir unser Selbst als getrennt erleben. Der Dachfirst, denke ich mir, sind die Verunreinigungen und die Eckpfeilung sind Verblendung. Dann kommt das Selbst. So der Pali-Begriff für Selbst ist Atta. Und ja, es stimmt, im Buddhismus, Selbst ist eine von den drei, oder eine von den drei Merkmalen des bedingten Entstehens, ist, dass wir kein Selbst haben. Anatta. Alles ist unbeständig, alles fehlt Substanz, und das schließt uns auch ein. Aber hier wird das Begriff Selbst benutzt als reflexiv, so wie ich selber, du selber, er selber, so weiter. Zuerst sollte man Redlichkeit zur eigenen Lebensgrundlage machen. Danach kann man anderen Anleitung geben. Der Weise wird ohne Makel bleiben. So wir können andere nicht wirklich helfen, bis wir selber ein bisschen spirituelle Einsicht erlangt haben. Das ist sehr ernüchternd für diejenigen von uns, die immer wieder Leute helfen wollen. So vielleicht eine neurotische Tendenz in der Richtung haben. So, es zeigt uns, dass wir ernüchternd bleiben müssen und auch bescheiden und realistisch. Wir selbst sind derjenige, der Übles tut. Durch uns selbst erfahren wir Leid. Wir selbst sind derjenige, der Übel nicht begeht. Durch uns selbst werden wir geläutet. Lauterkeit und Unlauterkeit sind persönliche Angelegenheiten. Niemand kann einem anderen läutern. So wiederum können andere uns nicht zur Einsicht bringen. So, jetzt kommt die Welt und ein Vers, die uns sehr bekannt vor, diejenigen von uns, die einige Mahayana Sutren kennen. Das klingt wie eine Zeile aus dem Diamant-Sutra. Wer auf diese Welt blickt, wie auf eine Seifenblase, ein Trugbild, den wird der König des Todes nicht heimsuchen. Und jetzt wird Wachsamkeit nochmal gelobt.
Jemand, der einst nachlässig war, später aber wachsam wird, erhält die Welt wie der unverhüllte Mond. Und dann kommen wir zu dem Kapitel über den Buddha, der Erleuchtete. Von welcher Spur kann man den abbringen, der keine Spur mehr folgt? Den Erleuchteten mit seiner allumfassenden Wahrnehmung, den kein betörendes Verlangen verführen kann. So immer wieder dieses Thema von Spurlosigkeit. Keine Anhaftung. Und daher, man baut keine Karma auf. Bedingtes Entstehen ist nicht unser Gefängnis. Wir lassen keine Spur dahinter. Und jetzt die berühmteste Verse im Dhammapada. Nicht Schlechtes tun, Gutes vollbringen, den eigenen Geist läuten. Dies ist die Unterweisung des Erleuchteten. In diesem Kapitel finden wir Hinweis über falsche und wahre Zufluchte. Unsere Tendenz ist unser Glück in Sachen nachzujagen, die flüchtig, unbeständig und letztendlich unbefriedigend sind. Sind wie Sand durch die Finger. Die wahren Zufluchte, wo wir wirklich Erfüllung und Sicherheit, also Sicherheit im Sinne von Kema-Sicherheit, haben können, sind Buddha, Dhamma und Sangha. Vertrauen in die Möglichkeit, erwacht oder erleuchtet zu werden. Vertrauen, dass der Dhamma ein Weg zu dieser Erfahrung ist. Vertrauen in die Unterstützung von anderen, besonders die, die den Weg schon gegangen sind und haben spirituelle Einsicht erlangt haben. Und wenn wir Einsicht in die vier edlen Wahrheiten erlangt haben, und die vier edlen Wahrheiten, es gibt das Leiden, Grund des Leidens, Aufhören des Leidens und den Weg zum Aufhören des Leidens. Wenn wir wirklich Einsicht in diese vier edle Wahrheiten haben, dann ist unser Zufluchtname in dem Buddha, Dhamma und Sangha real. Und real heißt, wir verkörpern diese Zufluchte. Wenn wir diese Zufluchte verkörpern, dann haben wir Stromeintritt erlangt. In den Strom der Transzendente einzutreten. Menschen begeben sich von Furcht getrieben zu manch einer Zuflucht. Berge, Wälder, Orte der Erholung, Bäume, Heiligtümer. Das ist keine sichere Zuflucht. Das ist nicht die letztendliche Zuflucht. Dadurch, dass man sich zu solch einer Zuflucht begibt, wird man nicht von aller Art von Leid befreit. Aber wer Zuflucht in den Erleuchteten, seine Unterweisung und die Gemeinschaft nimmt, gewinnt Einsicht in die vier edle Wahrheiten, das Leiden, den Ursprung des Leidens und die Überwindung des Leidens und den achtfachen edlen Pfad, der zum Aufhören des Leidens führt. Dies ist tatsächlich eine sichere Zuflucht. Die ist die letztendliche Zuflucht. Bei dieser Zuflucht angekommen, ist man von allem Leid befreit. Okay, jetzt kommen wir zu Glück. Bin sicher, dass ihr diese Kapitel kennt. Auch ein von meinen Lieblingskapiteln. So, Glück hier ist Zucker. Zucker ist das Gegenteil von Dukkha. Dukkha ist Leid. Zucker ist Glück. Aber hier ist gemeint nicht ein weltliches Glück oder nicht nur ein weltliches Glück, das sowieso unbeständig und flüchtig ist. Wir müssen auch nicht an ein weltliches Glück anhaften. Wir versuchen ein Bewusstsein zu entwickeln, das weder vom Glück noch vom Leiden beeinträchtigt ist. Lasst uns höchst glücklich leben,
frei von Hass, mitten unter den von Hass Erfüllten. Lasst uns inmitten der Menschen, die hassen, von Hass frei bleiben. Lasst uns höchst glücklich leben, frei von Krankheit, mitten unter den Kranken. Lasst uns inmitten der kranken Menschen von Krankheit frei bleiben. So in der Welt zu leben, aber nicht von der Welt zu sein. Wenn Freude in uns ist, werden wir nicht von den negativen Geisteszuständen von anderen beeinflusst. Und wenn diese Freude in uns ist, nur dann können wir wirklich aus Mitgefühl handeln. Und was sehr, sehr wichtig ist, Ihnen klar zu machen, es gibt einen großen Unterschied zwischen abtrennen und nicht anzuhaften. So abtrennen wäre einfach genauso eine Ablehnung. Nicht anzuhaften ist ein viel klareres Bewusstsein. So hier kommt Freude oder was uns lieb ist. So hier weltliche und sinnliche Freude, unsere Vorlieben und Ablehnungen, unsere Präferenzen. Darum entwickelt für nichts eine Vorliebe. Denn der Verlust dessen, was man gern mag, ist unangenehm. Keine Hemmnisse gibt es für die, die keine Vorlieben oder Abneigungen haben. So in anderen Worten, nicht anhalten, gehe weiter. Freude und Leiden sind beide ständig da, weil das Leben selber Veränderung ist. Wo ein ist, ist auch das andere. Die ständigen Veränderungen im Leben ins Auge mit Geduld, also Kshanti, und Verständnis zu sehen. Und das bringt uns eine viel tiefere Zufriedenheit. So, diese, das kann man sagen, Motto, ich will, ich mag, lass es alles fallen. Oder ich habe eine Karte an meiner Tür, rette mich von alles, was ich will. Oder Zen-Gedicht, den Weg ist nicht schwierig für die, die keine Vorlieben haben. Sorge entspringt aus Anhänglichkeit. Furcht entspringt aus Anhänglichkeit. Für jemanden, der frei ist von Anhänglichkeit, gibt es keine Sorge. Wie könnte es da Furcht geben? So wir müssen lernen zu lieben, ohne an den Mensch oder das Ding anzuhaften. Wenn wir an irgendetwas oder irgendjemanden anhaften, dann verlangen wir etwas von dem. Und auf diese Art und Weise können wir feststellen, ob unsere Liebe Metta ist, so unbedingtes Wohlwollen einem anderen gegenüber, oder der Nahfeind von Metta, Pema. Ein Nahfeind ist eine Qualität, die auf den ersten Blick wie eine positive spirituelle Qualität aussieht, aber sie ist tatsächlich unheilsam. Dann kommen wir zu Zorn. Der Buddha sagte, dass Hass und Zorn vielleicht menschlich zu verstehen sind, aber dass keine keine gerechtfertigt sein kann. Es ist eine sehr wichtige Lehre. Es ist äußerst wichtig, dass wir Verantwortung für den Inhalt unseres eigenen Geistes übernehmen. So es gibt keine Rechtfertigung im Buddhismus. Und diese Lehre handelt sich nicht ums Unterdrücken oder um die Verleugnung der Gefühle. Es handelt sich gleichermaßen auch nicht um unsere Gefühle zu rationalisieren oder auf Zorn und Hass in anderen zu reagieren. Überwinde Zorn durch Nichtzorn.
Überwindet Schlechtes durch Gutes. Überwindet den Geizigen durch Geben. Überwindet den Lügner durch Wahrheit. So, die nächsten Versen zeigen uns, dass wir können anfangen, erstmal unsere Körper und unsere Sprache zu beherrschen. Wenn wir Zorn und Hass spüren, nicht danach zu handeln oder zu sprechen. Und mit Praxis können wir auch vermeiden, dass Zorn und Hass in unseren Geist entsteht. Hütet euch vor physischer Erregung. Seid maßvoll in eurem physischen Vorgehen. Gewöhnt euch körperliche Entgleisungen ab. Übt mit dem Körper Wohlverhalten. Hütet euch davor, beim Reden ungehalten zu sein. Seid maßvoll im Reden. Gewöhnt euch ab, euch im Ton zu vergreifen. Übt euch im Wohlverhalten, wenn ihr redet. Hütet euch davor, im Geist ungehalten zu sein. Seid maßvoll in eurem Geist. Gewöhnt euch geistige Unsitten ab. Übt mit dem Geist Wohlverhalten. Und dann ein bisschen weltliche Vernunft hier. Fand ich sehr tröstlich. Es ist eine alte, keine neue Redensart. Sie setzen jemanden herab, der im Schweigen verharrt. Sie setzen jemanden herab, der viel redet. Und sage sogar jemanden, der maßvoll redet, setzen sie herab. Niemanden gibt es auf der Welt, der nicht herabgesetzt wird. Es hat niemals jemanden gegeben, wird niemals jemandem geben und gibt jetzt niemanden, der immer nur herabgesetzt oder immer nur hochgelobt wird. Und jetzt kommen wir zu Verunreinigungen, Gier, Hass und Verblendung. Ein sehr bekannter Vers. Kein Feuer kommt der Leidenschaft gleich. Kein Eroberer dem Hass. Keine Falle der Verblendung. Keine Marter dem Verlangen. So Leidenschaften brennen wie Feuer. Das Problem oder die Gefahr für uns ist, wir sehen keine äußerliche Zeichen wie Flammen oder wie Rauch. Ein Tier kann uns festhalten, aber nur in diesem Leben. Hass hält uns fest, wenn wir in seinen Krallen sind, und hält uns für allemal fest. Der Netz der Verblendung fängt und bindet uns fest. Flüsse wie der Ganges haben Jahreszeiten, wenn die Flüsse voll oder trocken sind. Aber wenn wir Begierde haben, sind wir in einem ständigen Zustand der Unzufriedenheit, der nie erfüllt sein kann. So aller unheilsames Handeln entsteht aus unserer Verblendung, unser Missverständnis, wie Dinge wirklich sind. Und aus unserem falschen Glauben, dass wir ein getrenntes Selbst haben, dass wir von anderen getrennt sind. Ich denke immer wieder, das Problem für uns ist nicht, dass wir Sachen nicht wirklich sehen können, sondern dass wir Sachen sehen, wie wir sind. Dann kommt der Gerechte, derjenige, der beide Füße im Dame hat. Jemand ist nicht ein Halter der Lehre, bloß weil er viele Worte macht. Jemand, der die Lehre als Ganzes sieht, selbst wenn er nicht sonderlich gelehrt ist, der die Lehre nicht missachtet, ist tatsächlich ein Halter der Lehre. Jemand ist kein Bettelmönch, bloß weil er bei anderen bettelt. Erst dann ist jemand ein Bettelmönch,
wenn er die ganze Wahrheit bereitwillig annimmt. Wer einfach ist, gut und schlecht transzendiert hat und rücksichtsvoll in der Welt agiert, den bezeichnet man als Bettelmönch. Und in den nächsten zwei Versen, ich denke mir, die sind sehr wichtig für alle, besonders in unserem Orden, im WBO, also alle, die Ordensmitglieder sind. Weder bloß durch Verhaltensregeln und religiöse Vorschriften, noch durch große Gelehrsamkeit, auch nicht durch die Fähigkeit zur Konzentration oder durch Schlafen allein erreiche ich das Glück der Unabhängigkeit, zu dem kein weltlich gesonnener Mensch gelangt. Falls ihr den Zwängen kein Ende gesetzt habt, nährt euren Glauben. So Studium und Lernen helfen uns vielleicht, den Dame zu schützen, aber sie können nicht unbedingt dafür sorgen, dass wir den Dame verkörpern. Letztendlich sind unsere Praktiken und unser Wissen über den Dame ein Mittel zum Zweck, nicht das Ziel selber. Und dann kommt der Weg, der achtfältige Weg. Komischerweise finden wir nicht über den achtfältigen Weg in Einzelheiten in diesem Kapitel. Und ich denke mir, dass der Text davon ausgeht, dass wir diesen Pfad schon auswendig können. Ich werde nicht über den Weg sagen. Dann kommen wir zu Vermischtes. So zwei interessante Verse. Indem er Mutter und Vater tötet, so wie zwei kriegerische Könige, und indem er ein Königreich mit all seinen Untertanen tötet, ist der priesterliche Mensch unbekümmert. Indem er Mutter und Vater tötet, so wie zwei gelehrte Könige, und indem er fünf bemerkenswerte Männer tötet, ist der priestliche Mensch unbekümmert. So hier haben wir verborgene symbolische Bedeutung. So die Mutter ist Begierde, symbolisiert Wiedergeburt. Der Vater ist Selbstgefälligkeit. Vater hält den Status und die Prestige in einer indischen Familie. Die zwei Könige sind Eternalismus und Nihilismus, Grundlagen aller falschen Ansichten. Die fünf Männer sind die Meditationshindernisse. Und die Königreich ist unsere bedingte Existenz, die wir sehr, sehr gut kennen. Und es ist sehr ungewöhnlich, sowas im Pali Kanon zu finden. Diese verborgene symbolische Bedeutungen finden wir am meisten in einer späteren Entwicklung im Buddhismus. Was wichtig ist im Buddhismus, ist, dass Verse mit impliziter Bedeutung immer angesichts Verse mit expliziter Bedeutung interpretiert werden sollten. Auf diese Art und Weise werden Texte nicht wortwörtlich genommen. Dann kommt die Hülle. Niedere Welten. So komischerweise, was wir hier hören, ist, wie wichtig es ist, die spirituellen Werte von weltlichen Werten unterscheiden zu können. Wer meint, sich von dem fernhalten zu müssen, was nicht gemieden zu werden braucht, aber keine Notwendigkeit sieht zu meiden, wovon man sich fernhalten sollte, solche Menschen, die sich falsche Sichtweisen zu eigen machen, gehen einem üblen Dasein entgegen. Wer das zu meiden weiß, wovon man sich fernhalten muss, und versteht, dass er das, wovon man sich nicht fernzuhalten braucht, nicht meiden muss, solche Menschen, die richtige Sichtweisen annehmen, gehen einem guten Dasein entgegen. Der Elefant.
Ein wichtiges Tier in Indien, in der Volkskunde und Legenden. Ein Elefant hat Kraft und Intelligenz. Aber was passiert, wenn er aus der Kontrolle geraten ist? Dieser Geist pflegte, umherzuwandern, wo es wünschte, wo er wollte, wo es ihm beliebte. Mit Bedacht will ich ihn nun unter Kontrolle bringen, wie derjenige, der den Haken hält, einen brünftigen Elefanten kontrolliert. Verlangen. Ganz wie ein Baum wieder wachsen wird, auch wenn man ihn zurückgeschnitten hat. Solange seine Wurzel nicht zerstört und stark ist, so wird dieses Leiden wieder und wieder emporwachsen. Solange die Neigung zur Begehrlichkeit nicht mitsamt ihren Wurzeln beseitigt worden ist. Die Wahrheit zu geben übertrifft alles Geben. Der Geschmack der Wahrheit übertrifft alle Geschmäcke. Das Vergnügen an der Wahrheit übertrifft alle Vergnügungen. Das Zunichtemachen des Verlangens überwindet alles Leiden. Der Bettelmönch. So ein Bettelmönch ist ein Schüler des Buddhas, der vom Almosen lebt. Jemand, der seine Hände unter Kontrolle hat, seine Füße unter Kontrolle hat, der unter Kontrolle hat, was er sagt, der zu höchst kontrolliert ist, jemand, der innerlich froh und gesammelt ist, der allein zurechtkommt, ist jemand, den man als Bettelmönch bezeichnet. Eine Wohltat ist das, was der Bettelmönch sagt, welche seinen Mund unter Kontrolle hat, mit Bedacht spricht, nicht stolz ist und erläutert, was bedeutsam und wahr ist. So es geht nicht um eine Kutte, eine Bettelschale oder einen geschorenen Kopf. Es geht nicht um das Aussehen. Es geht um was innerlich da ist. Und dann kommen wir zu dem allerletzten, der Priesterliche. So diese zwei Verse, die ich jetzt gerade lesen werde. Diese zwei Verse waren sehr radikal für indische Kultur. Sie waren tiefst subversiv zu der Zeit des Buddhas angesichts der konventionellen religiösen Tradition. Wie Sie wahrscheinlich wissen, die Brahmin war einfach der Priester. Und die Brahmin gehörte zu der besten Kaste in der Kastensystem in Indien. Priesterlich wird man nicht durch verfilztes Haar, durch Zugehörigkeit zu einer Linie oder durch Geburt. Jemand, in dem Wirklichkeit und Wahrheit vorhanden sind, ist gesegnet und priesterlich. Ich bezeichne jemanden nicht seiner Herkunft oder seiner Mutter wegen als priesterlich. So jemanden nennt man arrogant und er ist besitzergreifend. Wer nicht besitzergreifend ist und nicht anhaftet, so jemanden bezeichne ich als priesterlich. Und der Buddha hat dann neu definiert, was ein Priesterlicher ist. Wer nicht feindselig ist, inmitten des Feindseligen, wer friedlich ist, inmitten derer, die von Waffen starren, wer inmitten der Besitzgierigen an nichts haftet, so jemanden bezeichne ich als priesterlich. Unbefleckt und makellos wie der Mond, gelöst und unerschüttert, jemanden,
bei dem Verlangen nicht mehr auftritt, bezeichne ich als priesterlich. So, da haben wir das Dhammapada. So, keine intellektuellen oder philosophischen Spekulationen. Einfache, kurz gehaltene Lehren, Praktiken und Übungen, die für die Verbesserung und höchste Vollkommenheit des menschlichen Lebens unentbehrlich sind. So, was können wir persönlich mit dem Dhammapada machen? Wie Sangharakshita sagte, das Dhammapada muss in unserem Herzen eingeschnitten werden und in Buchstaben aufs Feuer gemacht. Wir können das Dhammapada lesen, langsam lesen, öfters lesen. Wir können das Dhammapada auswendig lernen, Verse, die uns inspirieren, Zeilen, Wörter. Wir können Teile des Dhammapadas abschreiben und illustrieren. Je mehr Dhamma, das in unserem Herzen sitzt, umso mehr können wir auf seine Weisheit und seinem Einfluss handeln. In der Meditation, im Alltag, sogar in unseren Träumen. Wir können auch das Dhammapada ganz bewusst und aktiv benutzen, um unser Verständnis des Dhammas zu vertiefen. Und im Buddhismus gibt es drei aufeinanderbauenden Ebenen der Weisheit, also Prajna, und ich möchte meinen Vortrag mit einer Beschreibung dieser drei Ebenen im Kontext des Dhammapadas zu Ende bringen. Es gibt erstmal Shruta Mayi Prajna. Shruta heißt hören. Wir hören etwas, wir lesen etwas und denken dabei. Wenn Sie selber das Dhammapada lesen, können Sie die Ebenen vertiefen, die Bedeutung des Textes für sich selber klären, die Worte, die Praktiken, die Lehren. Und es lohnt sich herumzuschauen, bis Sie eine Übersetzung gefunden haben, die Sie anspricht. Dann gibt's Chintamayi Prajna. Chinta heißt Denken. Hier reflektieren wir über, was wir gehört oder gelesen haben. Und das alles im Licht unserer eigenen Erfahrung. Wir können uns Fragen stellen. Glaube ich, dass was ich gehört habe, wirklich wahr ist? Handle ich, als ob ich daran glaube? Und wenn nicht, dann warum nicht? Was könnte ich mehr tun? Dann gibt es Bhavana Maya Prajna. Bhavana heißt Werden. Weisheit oder Verständnis, die oder das auf Meditation basiert ist. Die höchste Bedeutung heißt, die Lehre verwirklicht und verkörpert zu haben, also voll erwacht oder voll erleuchtet zu sein. Für uns vielleicht gibt es eine andere Ebene. Und sicherlich ein viel niedrigerer Ebene. Wenn wir versuchen, die Lehre zu üben, dann erleben wir sofort die Ergebnisse. Der Dharma wirkt. Wenn wir schon eine Weile den Dharma geübt haben, dann können wir zurückblicken. Und wir merken, dass wir anders sind, unsere Erfahrung anders ist. Unsere Erfahrung uns selber und anderen und der Welt. So jedes Mal, wenn wir mit gutem Absicht versuchen, unsere Ablehnung jemandem gegenüber loszulassen und versuchen, Gefühle des Wohlwollens aufzubauen, wenn wir mit gutem Absicht versuchen, unsere Gier aufzulocken, und mehr aus Großzügigkeit in Situationen zu antworten. Denn machen wir der Lehre des Buddhas lebendig. Und in diesem Augenblick werden wir selber die Lehre. So insofern haben wir die Wahrheit verwirklicht. Die Wahrheit, die diese Zeilen in Dhammapada ausdrücken. Überwinde Zorn durch Nichtzorn. Überwindet Schlechtes durch Gutes. Überwindet den Geizigen durch Geben.
Danke.